Ja, hallo ihr Lieben. Ich war heute wieder bei der Tafel und habe wieder schöne Sachen bekommen. Also, jeder, der jetzt Gemüse kauft, der weiß, wie teuer das ist. Und ja, also ich finde, das hat sich wieder gelohnt. Ich habe hier Suppengrün bekommen, schönes Paket Champignon. Dann habe ich Zwiebel mit Wurst, Käse, Mozzarella. Mozzarella Frapp. Okay, also das wird bestimmt so ein dünnes Ding sein. Was? Ja, okay. Gut, werde ich dann belegen. Dazu nehme ich wahrscheinlich den leckeren Profi-Spinat. Ich liebe Spinat. Dann haben wir hier Brotaufstrich, Joghurt, Schokodessert mit Früchten. Ich denke mal, unten ist rote Grütze drin, dachte ich mir doch. Joghurt, ein Überraschungsei, das waren eigentlich zwei, eins ist mir kaputt gegangen. Nochmal ein Joghurt, pur. Dann haben wir hier Bananen, selbst wenn die eine ein bisschen matschig ist, ist kein Problem, die kann man dann im Shake reinmachen oder im Joghurt mit reinschnipseln, Radieschen, Blumenkohl. Kartoffeln. Dazu muss ich sagen, ich hatte Kartoffeln gekauft, ich sage nicht vor 5 Tagen oder so, da ich fast 4 Euro bezahlt für den Beutel. Also bin ich schon froh, kann ich wieder Kartoffeln von machen mit Quark. Lecker Nektarinen, Kirschen. Von den Kirschen ist eine ganze Palette, die muss ich jetzt erstmal aussortieren. Genauso wie die Erdbeeren, aber das macht nichts. Also wenn man da jeweils ein Kilo hat oder einen Pfund, dann ist das alle Male immer noch genug. Hier haben wir Brötchen, Kürbiskernbrötchen zum Aufbacken, auch immer gut, und ein ganz frisches Baguette. Also das ist wirklich lecker. Ja, also war zwar ziemlich warm, aber das ist egal. Wenn ich jetzt einkaufen, also nach Kaufland oder irgendwohin gefahren wäre, wäre es auch warm gewesen. Aber so habe ich viel Geld gespart. Wie gesagt, wisst ihr ja selber, was das alles kostet. Also ich kann jetzt hier, wenn ich das so auf dem Schlag sehe, kann ich mir schon richtiges leckeres Essen machen. Aber was ich auf alle Fälle ausprobiere, davon mache ich auch ein Video, das ist der Mozzarella Frapp. Ja, den werde ich mit Champignon und Spinat und mal sehen, was mir noch so einfällt. Ich denke, vielleicht nehme ich die Zwiebel. Zwiebeln mit Wurst dazu und vielleicht ein Stück Käse. Aber das muss ich erstmal mir ausdenken. Bis dann, lasst euch überraschen. Tschüss.